Herzlich willkommen bei Esha's Tarot. Wir sind bei den Wochenimpulsen für eine Woche. Wir sind in Kalenderwoche 35 beim Sternzeichen Stier. Und Kalenderwoche 35 beginnt am 29. August und endet am 4. September. Die Stärke. Sehr schöne Karte. Die mag ich ja persönlich sehr, sehr gerne. Das bedeutet im Grunde genommen, dass du sehr viel auf die Kette kriegst. Also gerade so, wenn du Sachen hast, die du vor dir her schiebst, die werden dir leicht von der Hand fallen. Du bist wirklich in deiner Stärke drin. Gerade ihr Frauen. Die Stärke ist eine sehr weibliche Karte. Da geht es nicht um hau drauf und ich bin extrem stark, sondern da geht es tatsächlich um Dinge sehr filigran, mit viel Köpfchen und Planung zu erledigen und das als Stärke zu haben. Und da, schau mal hier, das ist interessant, gerade weil diese Kartenfigur, die sie hier anschaut, aber sie würdigt ihn keines Blickes. Diese Karte ist tatsächlich was, das könnte so Betrug oder Verletzung bedeuten. Irgendjemand, der dir was wegnehmen will, irgendjemand, der dir nicht wohlgesonnen ist. Das könnte auch tatsächlich eine, ich sag mal, eine kleine fiese Spitze von einer Arbeitskollegin sein. Oder jemand, der dir einfach irgendwas Schlechtes möchte. Oder der einfach neidisch ist. Aber du brauchst gar keine Angst davor haben, weil da stehst du komplett drüber. Den würdigst du keines Blickes. Und ich glaube, das ist auch für diese Woche tatsächlich die beste Vorangehensweise. Also lass das einfach an dir abperlen, weil da stehst du drüber. Das hier ist ein kleines Würstchen. Der ist neidisch und der will dir irgendwas wegnehmen und der ist einfach missgünstig. Aber du bist in deiner Stärke. Du stehst über diesen Dingen. Das hier ist Kleinkram, das ist Kindergarten. Aber du bist erwachsen und du bist in deiner Stärke drin und du kannst das. Von daher mach dich da überhaupt nicht kirre. Halt nur die Augen und Ohren offen. Manchmal kriegt man sowas gar nicht mit im stressigen Alltag. Aber es wäre gut, wenn du es bewusst mitkriegst, um dich dann zu erfreuen, wie sehr du in deiner Stärke bist. Ja, tatsächlich. Das kann nämlich einen richtig schönen Motivationsschub geben. Da geht es einem tatsächlich richtig gut, wenn man merkt, das ist hier Kindergarten und ich bin aber nicht mehr im Kindergarten. Ja, lieber Stier, das wäre das, was ich für dich diese Woche sehe. Auch sehr schön hier Karte Nummer 7, Karte Nummer 8. Also das bedeutet, sie steht definitiv über ihm. Ja, und sowieso, sie ist aus der großen Arkana, er ist aus der kleinen Arkana. Aber alleine von der Numerologie, ne? Die 8 ist größer als die 7. Von daher, das wirst du alles gut handeln können. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, dass dich das irgendwie tangieren wird. Okay, lieber Stier, ich wünsche dir alles Gute für diese Woche und bis zum nächsten Mal.